Ja, moin Leute. Oh, ist das schon wieder kalt. Ja, wir sind wieder gestartet. Und aber irgendwie gerade bei Nacht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und es ist bestimmt verflucht kalt. Wir rennen bestimmt wieder in Shorts rum. Ja, keine Ahnung. Ich renne mal vielleicht zu unserer Leiche. Da gibt es vielleicht noch ein paar nette Sachen. Wenn wir unterwegs hoffentlich nicht gefressen werden. Dann müssen wir uns definitiv mal daran machen, so ein komisches Rentier zu erwischen. Haben wir eigentlich eine Ausdauer? Ah, und unsere Überlebenscheckliste ist noch aktuell. Das heißt, wir sind zwar gesterbt, aber... Oh, voll schön. Ja, wir sind zwar gesterbt, aber trotzdem ist unser Wikinger Survival Guide noch voll aktuell und... Wir müssen nicht nochmal alles von vorne machen. Das ist auch schon mal schön. Obwohl ich damit jetzt auch kein Problem unbedingt hätten werden sein oder so. Keine Ahnung. ja. Wir wissen auf jeden Fall, Wölfe sind böse. Komische Skelette sind egal. Drache vermutlich auch böse, aber gut, das wussten wir vorher. Ja, und Rentiere muss man sich ransneaken. Und irgendwie am besten so rennen, dass die nicht wirklich wegrennen können. Also es ist wirklich eine ziemliche Algengrütze, diese Rentiere mit der Axt zu verfolgen. Vor allem, guckt mal, wie kalt uns das jetzt geworden ist. Boah, verdammt. Scheiße, jetzt bin ich wirklich erschrocken. Oh, geh doch mal weg. Geh weg. Nee. Hilfe. Scheiße. Uns ist... Au! 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 Hau ab! Mach die Tür zu! Ist er mit dir drinnen? Nee. Das ist ein super Start. Wir werden super weit kommen. Oh Gott, jetzt bin ich ja gleich wach hier. Lass mal einen Schluck Kaffee nehmen. Hey, hey, hey. Böser Wolf! Das rennt. Ja, du bist bestimmt genauso wie das Skelett viel zu bescheuert, um bei uns reinzukommen, ne? Blablabla. Aber ist in der Tat zu bescheuert dazu. Sie können nicht durch offene Türen gehen. Dafür ist er relativ schnell. Und rülpst herum. Tja. Ich muss nun jetzt aber leider mal hier rausgehen. Irgendwie. Wir liegen da. Und müsste das Zeug aufnehmen, weil ich könnte auch boxen, wenn er vorbeikommt. Boah, ich habe gerade echt gedacht, er kommt jetzt hier rein. Ich glaube, das mit dem Boxen, das funktioniert nicht so wirklich. Hab schon geboxt? Boah, wir haben übelst geboxt. Alter, er wird sich das noch dreimal überlegen. Komm doch her. Hey, bist du was hier? Los! Mann gegen Mann! Hat er mich jetzt gebissen? Scheiße, er hat mich gebissen. Okay. Sind natürlich auch sehr mutig, so von der Türschwelle heraus dem Wolf anzumeckern. Jetzt hat er mich wieder gebissen. Ist denn das die Möglichkeit? Du dämlicher Wolf! Oh, das war keine gute Idee. Aber hier kommst du auch nicht rein, oder? Nee, weil du zu doof bist. Ich box dich gleich, oder mach dich. Ich mach dich. Keine Ahnung. Abschütz alles. Nimm das alles mit. Nee, nee, hier. Verdammt. Wir werden doch gleich wieder sterben hier. Verdammt, ich will aber nicht schon wieder sterben. Geh in so ein Haus rein. Aber ein Stück Holz. So haben wir noch ein Bandage. Wir haben irgendwie nichts. Wir haben nichts. Und wir sterben gleich, weil wir bluten. Du hässlicher Wolf. Ist denn das die Möglichkeit? Ja, ich glaube, so wie es aussieht, müssen wir doch nochmal ganz neu anfangen. So glorreich, wie ich das jetzt hier geschafft habe. Das sieht gar nicht gut aus. Wie crafte ich denn ein Bandage? Basic Bandage, Close Shreds. Haben wir natürlich keine.
Komm noch mal vorbei. Was denn jetzt? Ist er weg? Nee. Bin ja fast ein Stück erschrocken. Aber ich hab noch einmal erwischt. Ja, was mache ich jetzt? Ja, respawn! Das ist so. Okay. Ich sehe schon. Kann ich mir denn eigentlich eine Basic Hatchet auch so machen? Ich glaube, wir hatten. Nicht das, hä? Wir hatten noch keine Crude Stone Hatchet. Wir hatten noch niemals Sinew. Das ist natürlich jetzt richtig doof, weil. Entweder brauchen wir dann mal eine neue Map. Ah, jetzt kriege ich schon Paranoia, weil ich denke jetzt mal, das Vieh kommt gleich wieder an. Es könnte auch mal bitte wieder hell werden. Werde Tag. Dann geht der Wolf vielleicht auch wieder weg. Ich renne jetzt auf jeden Fall gleich wieder zu unseren gesterbten Leichnam. Und dann hole ich mir die Axt. Und dann axten wir sowas von zurück. Und dann haben wir auch gleich was zum Grillen. Ah, ist auch gut. Ah, höre ich ihn schon wieder oder einen von seinen Compadres. Na komm. Das klingt schon wieder komisch. Das könnte aber auch der Drache irgendwo gewesen sein. Also ich glaube, wenn man einmal gestorben ist, ist es eigentlich vermutlich besser, eine neue Map anzufangen und dann dort nochmal mehr so in Strandgegend zu bleiben. Ist, denke ich mal, definitiv sicherer. Ich höre irgendwas. Was höre ich denn hier? Das ist ein Rentier, das ist okay. Schneit schon wieder. Boah, es ist kalt. So hoch kommt der Wolf, schätze ich mal nicht. Ich habe, glaube ich, ein Schaf gehört. Man sieht ja kaum was. Hör auf zu schneien. Bei uns ist verflucht kalt. Okay. Hat er nicht noch was? Der hat echt nichts mehr. Ist das alles, was wir dabei hatten? Vielleicht liegt da unsere alte Leiche noch rum. Nee. Da. Ah, hier. Korps, genau. Ah, nee, halt Kausche. Ah, genau. Drücke ich so drauf und dann haben wir alles. Den sind wir vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Schön, jetzt ist es uns auch nicht mehr ganz so kalt. Das kann ich. Ah, ja. Sagt er und fängt an zu frieren. Los, können wir gehen zum Feuer hier. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Feuer an. Mmh. Oha. Lass mal ein bisschen aufwärmen hier. Ja, laufen wir auch immer noch barfuß rum, oder? Zeit, dass wir mal was für unsere Füße bauen. Was gibt's denn da so? Ist jetzt nicht so viel. Ich wollte, glaube ich, hier eine Metallaxt bauen, ne? Das können wir sogar schon machen. Das mache ich auch gleich mal. Nachdem wir uns etwas aufgewärmt haben. Oder vielleicht ist es da auch warm. Probieren wir klar. Gleich mal. Also im Schmiedeteil soll es eigentlich warm sein. Ist es aber nicht. Okay. Egal. Crap. Wow. Okay. Super schön. Haben wir das jetzt schon mitgenommen, was wir da geschmiedet haben? Ja, da. Ja, kommt mal her, ihr Wölfe. Jetzt habe ich was. Achso, die Fackel. Ach, die ist eh aus. Kann ich die irgendwie wieder wegwerfen? Burn Torch. Genau. Alles klar, funktioniert. Funktioniert. Das klingt irgendwie schön. Mit diesen Nachtgeräuschen. Bisschen Wind. Feuer.
Ist ja schon wirklich richtig muckelig. Wir müssen uns erstmal ein Stück aufwärmen hier, sonst kann ich echt nicht weggehen. Und danach schnapp ich mir so ein Rentier und dann holen wir uns einen Bogen und dann können wir viel mehr Rentiere jagen und dann wird alles besser. Dann können wir uns einen Hammer bauen und mit dem Hammer können wir viel besser Erze und Steine abbauen. Glaube ich zumindest. Es ist ja, in dem Spiel ist es halt keine Spitzhacke, hier ist es ein Hammer, weil warum irgendwas fein mit einem, naja, spitzen Gegenstand irgendwas abmeißeln, wenn man es einfach nur mit einem Hammer zertrümmern kann? Ne? Das haben die Wikinger damals schnell erkannt gehabt. Die hatten aber halt auch Oberarme, wie manche Beine haben und noch mehr. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen. Ich würde es ja jetzt schon fast mal probieren, weil es schneit nicht mehr, das heißt, es ist nicht mehr ganz so kalt. Aber es ist aber auch irgendwie gerade noch mitten so Nacht. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich mache dieses Ding noch kaputt, genau. Achso, wie kann ich denn das da jetzt wegwerfen? So, genau, alles klar. Braucht keine Mensch mehr. So. Da unten war ein Rentier. Das holen wir uns jetzt. Irgendwo war es doch. But, 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 but. Ist denn das die Möglichkeit? Das ist abgehauen. Oder es wurde vom Wolf gefressen. Ich will zumindest jedenfalls nicht in Richtung des Wolfs nach Rentieren suchen. Ich will hier in die Richtung, zum Wasser hin, da wo alles schön und friedlich ist, suchen. Dich brauche ich nicht und diesen bösen Wolf da hinten brauche ich auch nicht. Ihr habt mich, glaubt, nicht verstanden. Ich möchte ein Rentier holen. Checkst es? Ja. Na, schmeckt dir das, hä? Schmeckt dir das? Nimm doch mal das hier und sterb, du Elendes, genau. Wo ist jetzt das Rentier hin? Komm, wir brauchen ein Rentier. Kann ich mir nicht einen Speer bauen? So, à la Ark. Weil so ein Speer, den würde ich dann zwei, drei bauen und den auf so ein Rentier werfen. Aber so ist es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn ich das mal so formulieren darf. Irgendwo riecht es ja gerade nach Essen. Da hinten geht die Sonne auf, oder? Das ist schön. Ach du Scheiße, ich muss auch aufpassen, wo ich hier hinlaufe, damit ich wieder zurückfinde. Wo sind denn jetzt die ganzen Rentiere hin? Ach du Scheiße, uns ist schon wieder verdammt kalt. Wenn man ja so durch die Kante joggt, kann es einem doch nicht kalt werden. Das ist ein Rentier. Na toll. Ich finde jetzt ein Rentier, jetzt, wo wir eh gleich erfroren sind. Und ich höre auch schon irgendein komisches Skelett wieder. Komm her. Bist du hin? Er rennt schon wieder. Rennt er nicht zu dem Skelett? Ach du Scheiße, ich muss erstmal zum Feuer. Das ist doch zum Mäusemelken. Das ist auch Feuer. Ich gleich ein bisschen Holz fällen. Ja, wir stehen doch schon am Feuer, du brauchst ja nicht zu frieren. Ist ja gut, ist ja gut. Es wird ja zum Glück bald Tag, da halten wir hoffentlich ein bisschen länger durch hier. Das Skelett sieht irgendwie böser aus. Ach Mensch. Stirb! 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 Also sterb noch mehr, als du schon eigentlich tot bist. Doch nicht der eine. Jetzt hinfort! Du musst doch jetzt. Alter! Hey, es hat einen Helm gehabt. Was ist denn das? Und es hat eine. Ach, Armschienen! Nicht schlecht. Aber uns hat es jetzt hier ganz schön erwischt.
Wir haben auch mittlerweile Hunger, oder? Können wir noch was essen? Was war denn das? Das ist eine sehr feindselige Umgebung. Als Wikinger musste man einen großen Bart haben, weil sonst konnte man in so einer Umgebung ja nie und nimmer überleben. Ist wieder dieser Drache. 55, so. Ich glaube, ich beende die Folge jetzt hier am Feuer. Mal sehen, ob wir die nächste Folge noch überstehen. Und dann gehe ich jetzt mal auf Jagd. Jagd ein Rentier zu jagen. Also ihr wisst schon. Alles klar, wir sehen uns. Oder vielleicht nicht, vielleicht werde ich auch zwischen gefressen. Macht's gut, euer Evil Bob.